Wer kennt es nicht? Das typische Bild von Katzen in Film und Fernsehen und wie sie genüsslich ihre Milch lecken. Hat sich einer von euch dabei schon mal gefragt, ob Katzen überhaupt Kuhmilch trinken sollten? Ist es unbedenklich? Oder vielleicht sogar gefährlich? In diesem neuen Tiere-Schlau-Video findet ihr die Antwort. Während der Stillzeit produzieren Kätzchen eine große Menge des Enzyms Laktase, das für die Verdauung der Laktose in der Milch verantwortlich ist. Zum Ende der Stillzeit, wenn die Milchaufnahme abnimmt, beginnt der Verdauungstrakt des Kätzchens weniger Laktase zu produzieren. In einigen Fällen entwickelt sich daraus eine Laktoseintoleranz. Das gleiche passiert übrigens auch bei Menschen. Der Grund, warum ein so hoher Prozentsatz der Menschen laktoseintolerant ist. Allerdings sind nicht alle Katzen gleichermaßen von der Abnahme der Produktion des Laktaseenzyms betroffen. Insbesondere Katzen, die nach dem Abstillen Kuhmilch trinken, neigen dazu, weiterhin Laktase zu produzieren. Milchprodukte wie Käse und Joghurt, die geringere Mengen an Laktose enthalten, sind meist leicht zu verdauen. Bei neugeborenen Kätzchen ist Muttermilch oder unter Umständen künstliche Milchnahrung das ideale Futter. Wenn ihr euch um ein verwaistes Kätzchen kümmert, solltet ihr auf jeden Fall Kuhmilch meiden. Die Zusammensetzung unterscheidet sich von der von Katzenmilch und das Kätzchen kann an Mangelernährung oder Magen-Darm-Störungen leiden. Ältere Kätzchen, die bereits entwöhnt sind, könnt ihr eine kleine Menge Milch anbieten, um zu sehen, ob ihr Körper sie richtig verdaut. Milch sollte jedoch niemals die alleinige Grundlage ihrer Ernährung sein. Wie bereits erwähnt, neigen die meisten Katzen dazu, die Laktaseproduktion nach dem Abstillen schrittweise zu verringern. Aufgrund dieses Enzymmangels entwickelt sich eine Laktoseintoleranz. Wenn das Enzym seine Funktion nicht erfüllen kann, gelangt Laktose in den Dickdarm der Katze, ohne verdaut zu werden. Verdauungsprobleme können die Folge sein. Die Symptome einer Laktoseintoleranz bei Katzen können die folgenden sein: Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Blähung und Bauchschmerzen. Nicht zu verwechseln ist die Intoleranz mit einer Laktoseallergie. Während eine Intoleranz das Verdauungssystem beeinträchtigt, wirkt sich eine Allergie auf das Immunsystem aus, was zu Überempfindlichkeit und einer schweren allergischen Reaktion führt. Eure Katze kann bei einer Allergie folgende Symptome zeigen: Juckreiz, Atembeschwerden, Husten, Erbrechen, Durchfall, Senkung des Blutdrucks oder Magenschmerzen. Wenn eure Katze eines dieser Symptome zeigt, bringt ihr sie am besten sofort zum Tierarzt. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass nicht alle Katzen eine Allergie oder Unverträglichkeit entwickeln. Es ist jedoch am besten, der Katzennahrung keine Milch hinzuzufügen. Wenn ihr Milchprodukte geben möchtet, dann greift auf laktosefreie Milch oder zuckerfreien Joghurt zurück. Diese Produkte enthalten kaum Laktose. Insbesondere Joghurt eignet sich aufgrund seines hohen probiotischen Anteils, um für Abwechslung im Speiseplan zu sorgen. Empfohlen wird ebenfalls Kefir, das einen noch höheren Anteil an Probiotika enthält und die Darmflora der Katze sowie das Verdauungssystem insgesamt reguliert. Aber auch hier gilt: Gebt eurer Katze niemals zu viel von diesen Nahrungsmitteln, da der Nährstoffbedarf einer Katze in erster Linie auf tierischen Proteinen und Fetten basiert. Jetzt wisst ihr, warum ausgewachsene Katzen keine Milch trinken sollten und warum es zu gesundheitlichen Problemen kommen kann. Habt ihr eurer Katze jemals Milch gegeben? Wie hat sie reagiert? Hinterlasst eure Kommentare und vergesst nicht, uns ein Like zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal!